Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie heute recht herzlich zum Gottesdienst. Gottesdienst am zweiten Sonntag im Mai, vielen bekannt als Muttertag. Aber wir feiern heute Ex Audi, der Sonntag nach Christi Himmelfahrt zwischen Pfingsten. Er steht unter der Erwartung des Heiligen Geistes, der kommen wird an Pfingsten. Und so lautet auch der Wochenspruch aus dem Johannesevangelium. Christus spricht: Wenn ich aufgehoben werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und so wollen wir nun Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beginnen mit dem ersten Lied unter der Nummer 567. Wieder kommen wir zusammen. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Gemeinsam wollen wir beten. Wir beten mit Worten aus Psalm 27. Sie finden ihn unter der Nummer 714 im Gesangbuch. Wir stehen dazu auf. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könnte, mein Leben lang. Zu schauen, wie schön unser Dienst ist, und seine Hände zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhört mich auf einen Felsen. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen,
Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott mein Heil. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Unser Gott, wir suchen Halt für unser Leben, festen Grund unter unseren Füßen, ein Weg, den wir getrost gehen können. Darum bitten wir dich, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, erleuchte unsere Augen, dass wir sehen deine wunderbaren Wege. Und du, Herr, weißt, mit was wir heute Morgen kommen. Du kennst, was in den vergangenen Tagen war. All unsere Sorgen, all unsere Ärger kennst du. Du weißt, was gut und schwierig war. Und du weißt, was uns jetzt bewegt, im Blick auf das, was war und das, was kommen wird. Und in der Stille dürfen wir jetzt das, was uns auf dem Herzen liegt und uns hindert, ganz hier zu sein, vor dich bringen. Erhöre mich, Herr, wenn ich zu dir rufe, und verbirg dich nicht. Amen. Sie dürfen wieder Platz nehmen und die Kinder dürfen nach vorne kommen, damit sie gesegnet werden für die Kinderkirche. Die heutige Schriftlesung steht im Alten Testament beim Propheten Jeremia im Kapitel 31, die Verse 31 bis 34 und ist überschrieben mit der neue Bund. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich im Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein.
Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich beide alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Worte der Heiligen Schrift. Wir singen das nächste Lied, angeschlagen 136. Liebe Gemeinde, ich sitze im Zug, der Schaffner spricht etwas im Mikrofon, ich habe Kopfhörer auf, sitze an meinem Laptop. Quasi bin ich abgeschirmt von der Außenwelt. Doch plötzlich ruckelt es im Zug, ich werde aus meinen Gedanken gerissen, der Zug kommt plötzlich zum Stehen. Mein Blick schweift durch mein Abteil. Und da stoppt plötzlich mein Blick. Es bleibt bei einem kleinen Kind stehen. Wahrscheinlich gerade einmal 3 Jahre alt. Die Augen sind weit aufgerissen. Das kleine Spielzeugauto ist in der Hand. In der anderen Hand hält er fest die Hand einer älteren Dame. Das ganze Gesicht strahlt. Ein breites Grinsen ist mitten im Gesicht. Neugierig von diesem Anblick nehme ich doch meine Kopfhörer ein wenig ab. Mein Interesse ist geweckt. Ich will hören,
was der kleine Junge da vor sich hin brabbelt. Oma, warum hält eigentlich der Zug jetzt? Das weiß ich auch nicht. Sind wir denn schon in Ulm? Bald. Und dann fahren wir jetzt öfters Zug? Vielleicht. Da ist jemand richtig gespannt. Da ist jemand gespannt, was da passiert. Die Aufregung ist spürbar. Und plötzlich, nach dem vielleicht, kommt kein Wort mehr über seine Lippen. Der Zug, der steht immer noch. Es geht nicht weiter. Dann komme ich plötzlich selber ins Denken und denke, wie war eigentlich meine erste Zugfahrt? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich kann mir vorstellen, gespannt wie dieser kleine Junge, war ich auch. Und genau von dieser Spannung, was auf uns zukommt, berichtet auch unser heutiger Predigttext. Ich lese aus dem Johannesevangelium, aus dem 16. Kapitel. Ich habe euch das alles nicht von Anfang an gesagt, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich beauftragt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr seid ihr traurig, weil ich das zu euch gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Aber wenn ich fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Wenn dann der Beistand kommt, wird er diese Welt die Augen öffnen. Für ihre Schuld, für die Gerechtigkeit und das Gericht. Ihre Schuld besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass ich zum Vater gehe, dorthin, wo ihr mich nicht mehr sehen könnt. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich habe euch noch vieles zu sagen, aber das könnt ihr jetzt nicht ertragen. Wenn dann der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch helfen, die ganze Wahrheit zu verstehen. Denn was er sagt, stammt nicht von ihm selbst. Vielmehr sagt er das weiter, was er hört. Und er wird euch verkünden, was dann geschehen wird. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündet, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb habe ich gesagt, was der Geist euch verkündet, empfängt er von mir. Ich muss Sie enttäuschen, es war keine Zugfahrtgeschichte, es war keine Eisenbahnromantik aus dem SWR. Es war eine Abschiedsrede. Eine Abschiedsrede, so wird dieser Abschnitt im Johannesevangelium genannt. Die sogenannten Abschiedsreden, die eigentlich gar keine Reden im streng genommenen Sinn sind, da sie viel Dialogisches beinhalten, nehmen aber einen großen Teil des Johannesevangeliums ein. Ein Viertel des gesamten Evangeliums sind die sogenannten Abschiedsreden. Und dann ist unser heutiger Predigttext. Doch diese Abschiedsrede ist für mich etwas Besonderes. Denn sie birgt einen Neuanfang in sich. Die Jünger, an die Jesus spricht, sie sollen neu anfangen, sie sollen selbst mündig werden. Wir blicken zurück, eine Woche zurück. Die Kirche war bis auf die letzten Plätze gefüllt. Warum? Wir haben Konfirmation gefeiert.
ein wunderschöner Festgottesdienst, weil sich 16 Jugendliche dazu entschlossen haben, Ja zu sagen, Ja zum Glauben. Aber wir haben auch mit der Konfirmation gefeiert, dass die 16 Jugendlichen nun mündig geworden sind, mündig im Glauben. Ein passendes Zeichen für den heutigen Predigttext für mich. Für Eltern, Großeltern, Paten, Verwandte, auch für mich war es ein schöner Tag. Aber für Eltern, Großeltern und Paten war es wahrscheinlich auch ein Tag, an dem vielen bewusst geworden ist, dass die Kinder nun größer werden. Freude und Trauer, sie liegen an diesem Tag vielleicht ein bisschen nebeneinander. Bei all den Emotionen, wie passt dann dieser Text hinein, dass Jesus sagt, es ist gut, dass er gehen wird. Es ist jedem bewusst, dass die Jugendlichen erwachsen werden. Es ist ein Stück gehen, gehen werden aus dem Elternhaus, aus dem Leben der Eltern, der Paten, der Großeltern. Ja, so wie Jesus es prophezeit. Aber Jesus formuliert sein Gehen werden noch in einer viel existenzielleren Weise. Er prophezeit nämlich seinen Tod. Und durch diesen Tod Jesu werden wir mündig, so wie die Konfirmanden. Unvorstellbar, was in diesem Moment in den Jüngern vorgegangen sein muss. Sprachlos waren bestimmt viele. So wie der kleine Junge im Zug, dass er jetzt öfters Zug fahren darf. Das Johannesevangelium hat uns keine Antwort parat. Die Jünger sind stumm. Nur Jesus spricht in diese Sprachlosigkeit weiter. Ihm ist bewusst, was passieren wird. Und dann, was passieren wird, dazu blicke ich nochmal kurz auf letzte Woche zur Konfirmation. Bei der Konfirmation endet offiziell das Patenamt. Man ist ja selbst mündig, man braucht niemanden mehr, der ihm als Paten zur Seite steht. Aber unser Text radiert hier kein Patenamt weg. Nein, Jesus lässt uns nicht allein. Er sagt, wir können ihn nicht mehr haben, er muss gehen zum Vater. Aber dafür schickt er uns einen Beistand, wie es in der Basisbibel steht. Beistand. Persönlich bin ich da auch drüber gestolpert. Was meint eigentlich dieser Text mit Beistand? Da war ich doch sehr froh, dass an der Seite eine Erklärung stand. Beistand kommt aus der Justiz, vom Gericht. Jemand, der uns zur Seite steht, ein Verteidiger. Auf Anklagebank und Verteidigungsbank gibt es heute immer noch Platz für Anwälte. Im Gesetzestext habe ich nachgeschaut. Es gibt 12 Kriterien. Ich werde sie nicht aufzählen, aber es gibt sie, 12 Kriterien, in denen man nicht selber sich verteidigen darf vor Gericht. Im Gesetzestext wird es so schön formuliert, die eine notwendige Verteidigung vor Gericht voraussetzen. Jesus gibt uns diesen Beistand,
diese notwendige Verteidigung, die gibt er uns, wenn wir ohne ihn sein müssen. In einem Podcast habe ich neulich gehört, dass zahlreiche Urteile gefällt werden, weil Leute sich selbst verteidigen wollen, weil sie überzeugt sind, dass sie unschuldig sind und sie nichts zu verbergen haben und deswegen keinen Anwalt in Gebrauch nehmen. Oft geht das schief und sie kommen zu Unrecht ins Gefängnis. Und auch das, sagt uns der Predigttext, genau in solchen Situationen, in den Situationen, in denen wir uns ungerecht behandelt fühlen, in den schweren Situationen, da ist der Beistand wichtig und Jesus schenkt uns diesen Beistand. Er schenkt seinen Jüngern den Beistand, wenn er nicht mehr da ist. Er weiß, was auf sie zukommen wird. Die Anfechtung. Aber die Jünger dürfen sich bewusst sein, dass sie nicht allein sein müssen. Vielen von uns, wahrscheinlich allen, geht es in manchen Momenten so, da möchte man aber allein sein. Nach einem Streit, nach irgendeinem verletzenden Geschehen, da möchte man einfach mal die Türe hinter sich zumachen. Allein für sich sein. Diese Momente gibt es, aber wir dürfen vertrauen, dass Jesus uns einen Beistand gegeben hat. Auch in diesen Momenten. Und zum Schluss komme ich nochmal zu dem Kind am Anfang. Wohin geht die Reise wohl hin? Für ihn geht sie nach Ulm. Der Zug bringt ihn nach Ulm. Zum ersten Mal Zug fahren. All die großen Eindrücke, alles, was er im Zug erlebt, alles, was wir im Zug erleben. Da ist der Schaffner, der uns Ansagen macht. Da ist der Lärm der Fahrgäste und das Knarzen des Zuges. Das sind die Menschen, die gehetzt von A nach B kommen wollen. Und zwischen all dem Alltag ist doch plötzlich das kleine Kind. Das Kind an der Hand der Oma, das sich freut, was ihn erwartet. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Etwas, das das Kind wahrscheinlich nie so sagen würde. Aber es drückt aus. Das Kind freut sich darauf, was kommt. Ihn erwartet etwas, das ihn fasziniert. Etwas, das ihn brennen lässt. Ja, auch unser Leben ist eine Reise. Keine Zugfahrt geht ewig. Und so geht auch unser Leben hier auf Erden nicht ewig. Wir erleben hier auf Erden viel Trauer. Aber dennoch dürfen wir auf die Kraft des Beistands hoffen. Ja, auf die Kraft des Heiligen Geistes. Die dürfen wir in uns wissen. Es ist die Kraft, die uns verändert. Und das macht uns Jesus in seiner Abschiedsrede deutlich. Wir wissen, Jesus kann nicht physisch bei uns sein. So wie er bei seinen Freunden in Galiläa war. Immer wieder haben sie erlebt, wie Jesus hoffnungslose Menschen aufrichtet. Er ist nicht leibhaftig unter uns, aber wir können an sein Versprechen festhalten, dass er bei uns ist
durch den Heiligen Geist, damit wir fest im Glauben sind und auf ihn vertrauen, damit nicht Trauer herrscht, sondern Freude. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied 105, Atme in uns, Heiliger Geist. Lasst uns Fürbitte halten. Wir stehen dazu auf. Lebendiger Gott, wirst du uns deinen Geist senden, wirst du uns die Wahrheit zeigen, uns ermutigen und trösten und retten und beistehen. Du hast uns zugesagt, wir sind angewiesen auf dich. Wir bitten um deinen Heiligen Geist. Mit dir wächst der Mut, sei bei denen, die Verantwortung für andere übernehmen, die überfallen, verprügelt und bespuckt werden, bei denen, die ihre Stimme erheben, die mit Hass überzogen werden, bei denen, die resignieren. Dein Heiliger Geist, weise die Angreifer zurecht. Dein Heiliger Geist, bewahre die Opfer. Mit dir wächst der Frieden. Sei bei denen, die mitten im Krieg leben, die in Todesangst erstarren, die verwundet werden, die in Schutzräumen Sicherheit suchen und keinen Schutz finden. Bei denen, die auf Hilfe warten, verschleppt werden, bei denen, die unentwegt hoffen,
die den Frieden suchen. Dein Heiliger Geist sei bei denen und der Trost ihrer wachse. Sei bei denen, die vom Schmerz geplagt werden, die krank sind, die umsorgten und gepflegt werden. Sei bei denen, die Menschen umsorgen und pflegen, den Menschen, die hoffen. Schenke ihnen neue Kraft und deinen Heiligen Geist. Sei bei den Menschen, die im Kampf gegen den Tod verloren haben. Bei den Menschen, die trauern und weinen, umhülle sie mit deinem Heiligen Geist. Mit dir wächst dein Glaube. Sei bei deiner Kirche. Bei den Konfirmierten und den neuen Konfirmanden und Konfirmandinnen, bei allen, die von deiner Kirche enttäuscht sind, die verletzt und missbraucht wurden, bei denen, die an dir festhalten und dein Wort lieben. Mache in allen deine Sehnsucht groß durch deinen Heiligen Geist, dein Heiliger Geist, segne uns alle. Und gemeinsam wollen wir nun das Vaterunser singen. Sie finden es unter der Nummer 84 im neuen Liederbuch. Ich habe nun die Abkündigung für Sie für diesen 12. Mai 2024.
Herzlichen Dank, Frederik Welter, für diesen schönen Gottesdienst und allen, die bei diesem Gottesdienst mitgeholfen haben. Das Opfer am 28. April für die Kirchenmusik ergab 177 Euro. An der Konfirmation wurden 908 Euro gegeben. Das Geld ist je zur Hälfte für die Weltmissionsprojekte und die evangelische Gesellschaft bestimmt. Am Himmelfahrt betrug das Opfer für die Jugendreferentenstelle 306 Euro. Wir danken allen Geberinnen und Gebern recht herzlich. Das Opfer heute ist für die Dobelmühle bestimmt. Am Mittwoch, den 15. Mai, ist um 19.30 Uhr der nächste Abend der ökumenischen Bibelwoche hier im Gemeindehaus. Thema ist Tod und Rettung im ersten Buch Mose, Kapitel 7 und 8. Am Donnerstag, den 16. Mai um 15 Uhr, laden wir ein zum ökumenischen Nachmittagstreff im Gemeindehaus. Das Thema: die Fliegermorde von Weisenbach und Obertsroth. Ein Bericht von Steffen Killinger. Am Freitag, große Ankündigung. Wir haben ein Orgelkonzert mit einem sehr bekannten Organisten, Paolo Urini, der hier zu uns nach Chemnat kommt. Am Freitag um 19.30 Uhr wird der international erfolgreiche, aus Mailand stammende Konzertorganist Paolo Urini ein Orgelfeuerwerk aus 4 Jahrhunderten auf der Walkerorgel hier in unserer evangelischen Kirchengemeinde zu Gehör bringen. Herzliche Einladung. Wechsel im Pfarrbüro. Christine Forschner geht nach über 16 Jahren in den Ruhestand und Stefanie Kemmler-Trippke übernimmt das Pfarrbüro. Wir danken für die getätigte Arbeit und wünschen der Nachfolgerin alles Gute. Im Gottesdienst am Pfingstsonntag findet die feierliche Stabübergabe statt, wozu wir vom Kirchengemeinderat herzlich einladen. Am Pfingstmontag feiern wir um 10.30 Uhr gemeinsam mit Ruid und Scharnhausen Gottesdienst im Grünen auf dem Rossert. Die Posaunenchöre werden den Gottesdienst musikalisch gestalten. Im Anschluss wollen wir Gemeinschaft halten und auf dem Rossert grillen. Grillgut und Getränke bitte mitbringen. Wir erheben uns dafür bitte. Aus diesem Leben abgerufen wurde Berthold Heimbach, Ulrichstraße, im Alter von 58 Jahren. Wir nehmen teil an der Trauer der Angehörigen und befehlen den Entschlafenen und uns der Gnade Gottes. Himmlischer Vater, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Du bist der Herr über Leben und Tod. Berge und tröste die Trauernden in deinen barmherzigen Händen und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Wir bitten Gott um seinen Frieden und singen: Verleih uns Frieden gnädiglich. Vor dem Segen noch eine kleine Ankündigung. Nachher findet Kirchencafé im Pfarrhaus statt. Herzliche Einladung an alle. Und nun geht in diesen sonnigen Sonntag, Mai-Sonntag, und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.